Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World at War. Ja, wir haben hier wieder einiges zu tun. Eine ganze Menge Nazis wollen erschossen werden. Aber die haben auch leider für eine ganze Menge Stress gesorgt mit ihren, gerade mit den verdammten Granaten. Das ist das sehr, sehr unschön. We must be nearing the roof. Look how far we've come. We should throw these animals over the edge. Sergeant, our comrades from the rear echelon are flooding the building. Let them feast on our scraps. We should push onward to victory. Alles klar. Okay, vielleicht geht's jetzt doch schneller, als ich gedacht habe. Mal gucken, vielleicht schneide ich dann die Sachen doch nochmal zusammen in zwei Folgen. Oder mache halt eine Folge draus. Wir werden sehen. Wo ich denke, hier wird nochmal der letzte Kampf auf uns warten. Der letzte Gegenangriff. Wahrscheinlich dauert das doch wieder eine Weile, wenn ich mir das mal so ansehe. Our comrades from the rear echelon are flooding the building. Let them feast on our scraps. We should push onward to victory. The blooded heart of the fascist empire will soon beat for the last time. Up there, on the balconies. Wir sind halt jetzt überall wieder Gegner, Kinas. Da hinten müssen wir hin. Granate. Zum Glück habe ich hier einigermaßen Deckung. So, dann gehe ich mal kurz vor. Kriege ich den hier weg? Jawohl. Hier so langsam um die Ecke pirschen. Gucken, was eventuell auf uns ballert. Das erledigen. Bis du dann halt wieder von irgendeiner Granate zerlegt wirst. Sergeant, our comrades from the rear echelon are flooding the building. Let them feast on our scraps. We should push on with to victory. The blooded heart of the fascist empire will soon beat for the last time. On the balconies. Up there. So, ja, ja. Da ist halt auch wieder einiges. So, du kannst da direkt mal weg, Granate. Bevor es mich hier wieder zerlegen würde. Da oben war der Typ mit der Panzerschreck, wenn mich nicht alles täuscht. Also nach und nach können wir sie ja langsam zerlegen. Für Sniper habe ich nicht genug freie Schussfeld bzw. unverwackeltes Schussfeld. Nennen wir es mal so. Das lief auch schon mal ganz gut. Stürmen wir mal. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Deckung. Eher nicht so. Danke. Passt schon. Der ist motzig und bleibt einfach mal sitzen. Na, wenn du meinst. So, die Herren. Wir nämlich schon mal was ausschalten, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Das ist unserer. Das ist nicht unsere Granate. Wohl, wenn, ist ja auch egal.
zerlegt uns ja trotzdem. Aber die Granaten ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee gerade. So. Ordentlich durchgepusht. Dann können wir nämlich mal hier ein bisschen flankieren. So. Keep them away from the flag bearer. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es dann einigermaßen, wo wir das hier geleert haben. Hier sind überall unsichtbare Mauern, ne? Wahrscheinlich kann ich hier rüber. Nein? Kann ich nicht. Achso, ich glaube, der Flaggenträger ist gestorben, oder? Ja. Na dann. Bringen wir es mal zu Ende. Bringen wir das mal zu Ende. You can make it, my friend. You always survive. The honor should be yours. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. Na, sehr schön. So, ich weiß nicht, kann sein, dass jetzt das Video nicht abgespielt wird. Also die Credits, die eigentlich abgespielt werden sollten. Ah, oder das letzte Video. Okay, alles klar. Damit wären wir dann aber bei den Credits. Genau, wurde den Veteranen gewidmet. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so dieses typische, diese typischen heroischen Taten, sondern, na gut, es wurde halt nachher doch relativ heroisch mit der Russenmission, aber so allgemein ein bisschen ernster, als man es halt von den Call of Duty-Titeln gewohnt ist. Und ja, alles in allem war es halt eine ganz schöne Kampagne. War jetzt auch jetzt nicht so unglaublich lang, aber das sind die ja eigentlich nie. Also ich glaube, die alten waren auch noch schon nicht so unglaublich lang gewesen. Und wie gesagt, der Granatenspam, die Granaten waren mir halt ein bisschen zu heftig und das Problem, dass halt die Gegner dir, oder beziehungsweise die Gegner nicht, die eigenen Leute öfter mal im Weg rumstehen, das waren so die zwei größten Nervfaktoren hier beim Spielen. Aber ansonsten ließ es halt echt gut spielen. Gab halt ein bisschen Probleme anfangen, das nochmal zusammenzubasteln oder halt zum Laufen zu kriegen, aber das habe ich ja dann doch einigermaßen hingekriegt. Und ja, wie gesagt, keine Ahnung, was mit der Musik los ist, warum die so vielleicht war das halt auch, dass halt, vielleicht ist die CD auch wirklich irgendwie zerkratzt oder beziehungsweise die DVD, dass die Musik dann nicht richtig kopiert werden konnte und deswegen so geknackt hat. Aber gut, wie gesagt, im Großen und Ganzen lief's. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß gehabt. Und dann werde ich jetzt wie üblich die Credits nochmal durchlaufen lassen und verabschiede mich. Wie gesagt, Battlefield habe ich, glaube ich, auch mittlerweile ziemlich alles an Kampagnen gespielt, die für einen PC verfügbar sind. Call of Duty auch so ein paar. Könnt ihr gerne mal reinschauen und mal gucken. Wie gesagt, irgendwann gibt es ja vielleicht auch noch dann die
Black Ops-Versionen. Zumindest mal bis Teil 3, weil Teil 4 halt keinen Singleplayer mehr hat. Mal schauen. Okay, bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und bis denn, euer Peacemaker.
Ja, so ganz sind wir noch nicht fertig. Es gibt nämlich noch einen Zombie-Modus. Den machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.